Israel nutzt seit langem Sex, um Zionismus zu verkaufen und zu zeigen, dass Israel eine heiße Fantasie ist, die von coolen Leuten gemacht wird. Nicht eine rassistische Siedlerkolonie, die auf das Töten, Vertreiben und Auslöschen der einheimischen Palästinenser beruht. Das ist geplant und es gibt drei Gründe. Sie betreffen Israels Vergangenheit, die Vertuschung heute und das Überleben morgen. Das begann, als Zionisten im späten 19. Jahrhundert ein jüdisches Heimatland planten. Jahrhundertelang galten Juden in Europa als schwach, blass und zerbrechlich. Und die zionistische Bewegung sah das auch so und kritisierte weit verbreitet den schwachen alten Juden. Im Jahr des zweiten zionistischen Kongresses in der Schweiz rief der Mitbegründer des Kongresses, Max Nordau, zu einem neuen Judentum auf, einem muskulösen Judentum, und erfand die Vorstellung des neuen Juden. Dieser Jude sollte robust, muskulös, stark und gebräunt sein und die geistige und körperliche Stärke haben, die Ziele des Zionismus zu verwirklichen und Palästina zu kolonisieren. Sie nannten sich Sabra, die Kaktusfeige auf Hebräisch, um darzustellen, was sie in diesem neuen Juden sahen. Hart und stachelig von außen, aber sanftmütig und sensibel im Inneren. Und natürlich einheimisch in diesem Land. Natürlich ist die Sabe, wie sie auf Arabisch heißt, eine in Palästina beheimatete Frucht, die für die zionistische Fantasie der Eingeborenheit vereinnahmt wurde. Aber egal. Die Männer, die diese Kolonie gründeten, hatten nie einen Pflug bedient. Aber sie hatten drei Ideale: Land, Freiheit und Arbeit. Diese neuen Juden gründeten die zionistischen Milizen, die die Nakba planten. Die massenhafte Tötungen und Vertreibungen von Hunderttausenden Palästinensern, die mit der Gründung Israels endeten. Und dieselben Milizen wurden zur israelischen Armee, der gewalttätigen Besatzungsmacht, die heute die Kolonisierung Palästinas überwacht. Durch diese Armee lebt das Bild des neuen Juden fort. Mit der Zeit wurde dieses Bild das einzige Bild von Israel. Das war ein Problem. In den frühen 2000er Jahren zeigten Umfragen in den USA, dass Israel ein großes PR-Problem bei Männern bis 35 hatte, die Israel nur als Konfliktzone sahen. Eine weitere Umfirmierung war nötig und die Lösung diesmal: Bikinis. 2007 organisierten das Außenministerium und das Tourismusministerium ein Fotoshooting für das Maxim-Magazin, eines der populärsten Männer-Lifestyle-Magazine. Die Initiatoren im israelischen Konsulat in New York sagten, die Models seien, Zitat, ein trojanisches Pferd, um Israel als modernes Land mit Stränden und schönen Frauen zu präsentieren. Dieses Video ist vom YouTube-Kanal Israel in New York. Komm nach Israel. Wir haben ein wunderschönes Land, großartiges Essen, tolle Kultur. Komm nach Israel. Auch hübsche Frauen. Wir sehen uns auf der Party. Diese Strategie, auch Bikini-Diplomatie genannt, wurde seitdem überall gesehen, wobei Israel ständig das Bild eines liberalen, freien Landes verkauft, in dem immer Sommer ist, wo die Tage voller Strände, Bikinis und durchtrainierter Körper sind und die Nächte in einer unglaublichen Partyszene verbracht werden, die für jeden offen ist. Im Angesicht dieser Fantasie erscheinen Palästinenser wie eine rückständige, lästige Plage, die versuchen, diese liberale Utopieorgie zu stören, nicht wie kolonisierte Menschen auf der Suche nach Freiheit und Würde. Aber das war zu einer Zeit vor den sozialen Medien, in der nur die Mächtigen Zugang zu einer Plattform hatten. Die Zeiten haben sich verändert und die Sexy-Offensive musste sich anpassen. Überall auf TikTok und Instagram gibt es Videos von israelischen Soldaten, die Thirst-Traps und Tanzvideos machen. Einige handeln eigenständig, während andere Teil eines Plans sind, um attraktive Frauen im Militär zu zeigen. Wie die Frauen von Alpha Gun Angels, einer Social-Media-Agentur, die das Leben als kolonialer Soldat als sexy Lifestyle verkaufen. Ich war Soldat, ich bin Israeli, ich bin tough. Thirst Traps sind nicht nur für Frauen, sondern auch für Waffen. Sie verkaufen nicht nur Sex, sondern die koloniale Besatzung als lustig, sympathisch und empowernd. Sie mögen Inhalte über Gay Pride, Girlboss und springen auf TikTok-Trends auf. Die Ironie ist, dass diese liberalen Werte nicht für die Palästinenser gelten. Sie leben unter Besatzung, unabhängig davon, wie sie sich identifizieren, denn Kolonialismus diskriminiert nicht. Als die palästinensische Realität die Menschen erreichte, musste die Strategie sich ändern. Früher ging es vielleicht darum, Israel neu zu positionieren, jetzt geht es darum, abzulenken und zu beschönigen. Bikinis wurden gegen Militäruniformen getauscht. Okay, militärische Besatzung gehört zur Realität,
aber es ist nicht das, was du denkst. Es ist empowernd, lustig und sexy. Glaubst du wirklich, dass solche lustigen, jungen und freien Menschen Kriegsverbrechen begehen würden? Die Wahrnehmung Israels ist wichtig für sein Überleben, aber auch etwas anderes. Es gibt genug Siedler, um die Kolonialisierung fortzusetzen. Das führt uns zum Grund, warum Israel Sex nutzt, um Zionismus zu verkaufen, damit jüdische Zionisten mehr Kinder haben. Hast du schon mal von Birthright gehört? Es ist eine kostenlose Reise nach Israel für junge Juden aus aller Welt, solange sie zwischen 18 und 26 sind. Tausende von Birthright-Teilnehmern füllen den Strand mit endlosen Lächeln, Farben, Akzenten und Zelten. Ich hatte keine Verbindung zur Heimat, aber als ich hierher kam, war jeder so nett und ich war einfach überwältigt von der Verbindung. Du bist high auf Zionismus. Ich bin gerade wirklich high. Die Reise wird als Rückkehr nach Hause für junge Juden verkauft, um sich emotional und abenteuerlich mit Israel zu verbinden, auf einem 10 Tage langen Programm mit israelischen Soldaten. Das ist kein Zufall. In den frühen Tagen von Birthright sagte Charles Bronfman, Zitat, es störte ihn, dass die Jugendlichen auf diesen Reisen keine Kontakte zu ihren israelischen Altersgenossen knüpften. Seine Antwort war die Schaffung des Mifgash, der Begegnung zwischen jüdisch-israelischen Jugendlichen und ihren Diaspora-Genossen. Diese Begegnungen gehen sehr schnell in das über, was wir hormonale Mifgashim nennen. Es geschehen Dinge. Zahlreiche Romanzen aus den Reisen haben sich zu ernsthaften Beziehungen und sogar Ehen entwickelt. Diese Jungs und Mädchen mögen sich wirklich sehr. Ich meine, vielleicht gibt es nach dieser Reise viele jüdische Babys, viele Ehen und viele Beziehungen. Ist das ein Teil davon? Ja, es muss nicht irgendwann sein. Es kann heute Nacht sein. Es ist kein Zufall, dass Intimität ein Teil der Reise ist. Die Teilnehmer verbringen die ganze Reise mit israelischen Soldaten, die bewusst für ihre Attraktivität ausgewählt wurden. Sie gehen aus zum Trinken und Tanzen und einige schlafen sogar in einem Fake-Beduinen-Zelt. Zitat, wo die Teilnehmer eng zusammenschlafen. Eine Umgebung perfekt für erste Küsse. Ich erinnere mich, dass es auf der Reise, auf der ich war, 2 israelische Soldaten gab, die eindeutig aufeinander standen. Bei denen hat es gut gepasst. Und jemand machte einen Witz auf der Reise, dass man sich für die Amerikaner aufheben sollte, was klar machte, dass sie uns verführen wollten. Warum also wird das Verkuppeln auf diesen Reisen so gefördert? Nun, der Urheber der Idee für Birthright sagte, eines seiner Hauptziele sei es, eine Situation zu schaffen, in der Ehepartner verfügbar sind. Die Heiratsrate zwischen Juden und Nichtjuden war hoch, was nicht gut ist, wenn man eine Ethnokratie will. Um eine demografische Mehrheit über die Palästinenser zu sichern, braucht Israel Juden, die mehr Juden machen. Was wäre also besser geeignet, um Fortpflanzung und Einwanderung zu fördern, als eine euphorische, emotionale und abenteuerliche Reise zum Erwachsenwerden? Die Realität der Nationbaugeschichte Israels ist Gewalt, Vertreibung, Enteignung, Kolonisierung und Siedlung. Das ist kein gutes Markenzeichen. Damit Siedler sich an der Vision beteiligen und versuchen, die Zukunft zu sichern, ist Sex ein gutes Mittel. Schönheit, Ästhetik und Spaß sind hervorragende Marketingstrategien, die greifbare Ergebnisse bringen, wie mehr Babys. Mehr Babys bedeuten mehr Menschen, die zur Besatzung eingezogen werden und die militärische Infrastruktur aufrechterhalten, die für Israels Existenz notwendig ist. Und was wäre besser, um die Menschen zu überzeugen, wegzuschauen oder sogar teilzunehmen, als es sexy zu machen?